Papa Wutz. Das ist mein kleiner Bruder Schorsch. Das ist Mama Wutz. Und das ist Papa Wutz. Peppa Wutz. Frau Mimmel hat frei. Peppa, Schorsch und Luzi haben heute bei Luisa Löffel übernachtet. Ich finde es lustig, Möhren zum Frühstück zu essen, Frau Löffel. Ja, wir essen immer Möhren zum Frühstück. Ich könnte den ganzen Tag Möhren essen, aber ich muss zur Arbeit. Schönen Tag euch. Wiedersehen. Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mimmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Ups. Oh. Frau Mimmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Oh. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zu arbeiten. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind Sie da, Frau Mimmel. Frau Mimmel ist krank. Ich werde Ihre Arbeit machen. Sie sind nicht Frau Mimmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Karte zahlen? Luzi Locker hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst, ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen, Hier bei Luisa Löffel, mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mimmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Eiswagen von Frau Mimmel? Papa, warum bist du denn am Eiswagen? Oh, Peppa, ich war gerade auf dem Weg zum Sportplatz und da dachte ich, ein Eis wäre jetzt nett. Frau Mimmel ist heute krank. Du musst für sie einspringen und das Eis verkaufen. Hoho, ich bin doch Experte für Eiscreme. Ich hätte gerne ein Kirscheis, bitte. Erdbeere, Vanille, Schokolade, Banane? Mit Pistazie und Erdbeer, bitte. Ah, Erdbeere. Oh, es ist geschmolzen. Aber wie wäre es stattdessen mit Eiscremesuppe? Abschleppdienst von Opa Clef? Frau Mimmel ist heute krank. Kannst du vielleicht einspringen und ihren Bus fahren? Aber natürlich, Peppa. Alle an Bord! Frau Lockes Auto hat eine Panne. Abschleppdienst von Opa Clef? Können Sie mich bitte abschleppen? Ich bin gleich da. Was hat das denn? Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während ihrer Reise auftreten könnten. Einen Bus zu fahren ist nicht einfach. Eis zu verkaufen ist nicht einfach. An der Supermarktkasse zu arbeiten ist auch nicht einfach. Mir geht's schon besser. Darf ich jetzt aufstehen? Nein, Sie müssen ganz ruhig liegen bleiben. Aber bitte schön weiteratmen. Geht es Ihnen wieder besser, Frau Mimmel? Deine viele Arbeit ist wirklich nicht leicht. Auf deine Kinder aufzupassen ist auch nicht leicht. Du kannst doch morgen wieder arbeiten, oder? Ja, und du bist morgen wieder zu Hause. Ja. Opi Mimmels Leuchtturm. Peppa, Schorsch und Klausi machen einen Ausflug mit Opa Clef und seinem Boot.
Opa, fahren wir heute zur Pirateninsel? Ja, Klausi, aber zuerst müssen wir noch ein paar Sachen bei meinem Freund Opi Mümmel abgeben. Wo wohnt Opi Mümmel denn? Auf einem Felsen. Auf einem Felsen? Ja, in dem Leuchtturm da. Oh. Ahoi, alter Seehund. Ich bringe dir deine Sachen. Oho, danke, Opa Kleff. Ich hab heute meine Mannschaft mit dabei. Klausi, Peppa und Schorsch. Besuch? Seit vielen Monaten schon hatte ich keinen Besuch mehr. Es ist einsam hier draußen. Nur ich und der Himmel und das Meer. Wie lange bist du schon hier? Seit Dienstag. Oh. Ich könnte Geschichten erzählen, wenn's euch interessiert. Nein, danke. Oh ja. Also, da gibt's den Himmel und das Meer und ich lerne gerade Banjo. Soll ich euch was vorspielen? Nein, danke. Oh ja. Als ich heute erwachte, war der Himmel noch da. Genau wie das Meer. Himmel und Meer, Himmel und Meer. Hier ist der Käse. Oh. Ich liebe Käse. Und ein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Das könnte nützlich sein. Warum heißt dein Haus denn Leuchtturm? Ich zeig's dir, Peppa. Das Treppenhaus geht rundherum, bis ganz in die Spitze des Leuchtturms. Rundherum, herum! Das Haus heißt Leuchtturm, weil es eine große Leuchte obendrauf hat. Sie leuchtet durch das Dunkel und zeigt den Seeleuten den Weg. Oh. Und wenn es neblig ist, nehme ich dieses Nebelhorn. Nebel! Ganz schön laut. Kein Nebel heute, nur Himmel und Meer. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Nein, danke, wir müssen los. Wir fahren zur Pirateninsel. Wiedersehen, Opi Mümmel. Genießt den Himmel und das Meer! Machen wir! Opa Kleffs Boot ist auf der Pirateninsel gelandet. Seht mal, unsere Sandburg ist noch da. Kommt, wir spielen Verstecken. Ich zähle. 1, 2, es gibt nicht viele Verstecke 4, auf der Pirateninsel. 5. Seid ihr schon versteckt? Ich komme! Hab euch! Oh. Aber wo ist Schorsch? Opa Kleff kann Schorsch nirgends finden. Ich geb's auf. Wo ist er? Schorsch hat sich hinter Opa Kleff versteckt. Kluger Schorsch. Jetzt ab nach Haus, bevor es dunkel wird. Oh, es ist ja schon dunkel. Keine Sorge. Das Licht von Opi Mümmels Leuchtturm zeigt uns den Weg nach Hause. Opi Mümmel liegt schon im Bett. Ach, mein neues Buch. Alles über Leuchttürme. Kapitel 1. Den Rest lese ich dann morgen. Und jetzt schnell das Licht aus. Hä? Wo ist denn das Licht? Wissen Sie, wie spät es ist? Ich habe schon das Licht aus. Ja, ich weiß. Könntest du uns das Große trotzdem wieder anmachen? Oh, Verzeihung! Hurra! Es wird neblig. Ich kann das Licht nicht mehr sehen. Wir sind's nochmal. Hilfst du uns bitte mit dem Nebelhorn? Natürlich. Nebel! Ich kann etwas hören. Opi Mümmel zeigt ihnen den Weg. Seine Stimme ist das Nebelhorn. Hier geht's lang! Die Eltern sind da und holen ihre Kinder ab. Hattet ihr einen schönen Tag? Ja, wir waren auf der Pirateninsel. Und auf einem Leuchtturm. Opi Mümmels Leuchtturm hat uns sicher nach Hause geführt. Wie schön. Opi Mümmel hat uns was vorgesungen. Wollt ihr es gerne mal hören? Nein, danke. Ja, bitte. Als ich heute erwachte. Frau Mümmels Hubschrauber. Peppa und ihre Familie gehen aufs Sommerfest. Guckt mal, hier stehen lauter Rettungsfahrzeuge. Opa Kleff führt seinen Abschleppwagen vor. Wollt ihr mal das Signal von meinem Abschleppwagen hören? Frau Locke führt das Feuerwehrauto vor. Das ist das Signal vom Feuerwehrauto. Und Frau Mümmel führt ihren Rettungshubschrauber vor. Und das ist das Signal, das mein Hubschrauber macht.
Hubschrauber im Rückwärtsgang. Hubschrauber im Rückwärtsgang. Ui. Wollt ihr mal eine Runde mitfliegen? Ja, bitte. Na schön, hüpft rein. Oh weh, kein Platz mehr für mich. Kein Problem, ich guck von hier unten. Papa Wutz mag lieber nicht so hoch oben sein. Juhu, der Hubschrauber geht in die Luft. Ja, er fliegt gerade nach oben. Oh, und gerade nach unten. Ui. Oh, er kann sogar Loopings fliegen. Ui. Armer Papa, er verpasste den ganzen Spaß. Ja, armer Papa. Einmal Eis, bitte. Lecker. Wir könnten wieder landen, oder? Notalarm, Notalarm. Rettungshubschrauber, bitte kommen. Schon unterwegs. Ihr habt Glück. Wir haben einen Noteinsatz. Herr Bulle baggert die Straße auf. Oh, hallo, Frau Mümmel. Ich habe hier ein mächtig großes Eisenrohr wegzuheben. In Ordnung, Herr Bulle. Wie können Sie so ein mächtig großes Rohr heben? Mit meinem starken Magneten. Hurra! Und was machen Sie jetzt mit dem Rohr? Hab ich noch nicht überlegt. Ich weiß, ich lege es hier ab. Da findet man es dann leicht wieder. Und jetzt kann ich euch nach Hause bringen. Aber was ist mit Papa? Hallo? Papa Wutz? Kannst du alleine heimfahren? Frau Mümmel bringt uns jetzt nach Hause. Ist gut. Papa, Papa, wir sind geflogen. Rauf und runter und rundherum. Oh, so schade, dass ich das verpasst habe. Wir sehen uns zu Hause. Wo kommt das Rohr denn her? Ich weiß, ich nehme eine Abkürzung. Das ist ein bisschen matschig. Komm schon, Auto. Papa Wutz muss doch nach Hause. Papa Wutz steckt fest. Ich rufe Opa Kleff mit seinem Abschleppwagen. Hallo? Opa Kleffs Abschleppdienst. Ich stecke im Schlamm. Können Sie kommen und mich rausziehen, bitte? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich kümmere mich gerade um ein großes Eisenrohr. Das hat so ein Verrückter auf der Straße liegen lassen. Ich leite Sie weiter an den nächsten Rettungsdienst. Hallo? Hier Feuerwehr. Ich stecke im Schlamm fest. Können Sie mich bitte rausziehen? Tut mir leid, Papa Wutz. Ich rette gerade eine Schildkröte, die auf einem Baum festsitzt. Komm runter, Knirpsi. Ich weiß wirklich nicht, warum du so gerne kletterst. Du bist so eine Schildkröte. Keine Sorge, Papa Wutz. Ich leite Sie weiter zum höchsten Rettungsdienst, den wir haben. Was ist das für ein Lärm? Oh, ich... Fliege. Frau Mümmels Hubschrauber hat Papa Wutz gerettet. Hurra! So ein Glück! Jetzt kriegt Papa doch noch einen Hubschrauberflug. Sollen wir ihm zeigen, was der Hubschrauber alles kann? Ja! Er fliegt gerade nach oben. Und auch gerade wieder runter. Er kann sogar Loopings fliegen. Jeder fliegt gern rauf und rundherum in Frau Mümmels Hubschrauber. Frühling. Es ist Frühling. Opa Wutz hat Schokoladen-Ostereier versteckt. Und, seid ihr alle soweit? Nein, Opa. Freddy Fuchs ist doch noch nicht da. Hallo zusammen. Hallo, Freddy! Ah, hallo, Herr Fuchs. Bleiben Sie auch hier? Ich kann leider nicht. Als kleiner Fuchs war ich der beste Eiersucher. Bis später, Freddy. So, sind alle bereit zum Ostereiersuchen? Ja, Opa Wutz. Ich habe ganz viele Schokoladeneier hier im Garten versteckt. Und ihr müsst sie finden. Einfach. Aber passt auf, dass ihr nicht auf meine kleinen Pflanzen tretet. Oh, wie ist das immer aufregend im Frühling, wenn die kleinen Babypflanzen anfangen zu wachsen. Wir sind ganz vorsichtig, Opa. Versprochen. Das ist gut. Also los, Kinder.
Und schon geht die Jagd los nach Opa Wutz Schokoladeneiern. Hast du Zeit für eine Tasse Tee, Opa Wutz? Oh ja, die Kinder brauchen ewig, um die Eier zu finden. Ich habe sie nämlich sehr gut versteckt. Hier ist ein Ei. Peppa hat ein Schokoladenei gefunden, in einem Blumentopf. Hier ist noch ein Ei. Luisa Löffel hat auch ein Schokoladenei gefunden, unter den Blättern von einem Busch. Hurra, ein Ei für mich. Emily Elefant hat noch ein Schokoladenei gefunden, in den Ästen eines Baums. Ich glaube, ich rieche Schokolade. Freddy Fuchs hat eine sehr feine Spürnase. Ja. Freddy Fuchs hat ein Schokoladenei gefunden, mitten in der Vogeltränke. Opa, Opa, wir haben die Eier gefunden. Das hat Spaß gemacht. Aber es war ein bisschen einfach. Für die Kleinen war es nicht einfach. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Schokoladeneier gefunden. Ich frage mich, wo die anderen Eier wohl sind. Schoko-Ei. Oh, Edmund, mir scheint, als ob da irgendwas hinter deinem Ohr steckt. Jetzt hat jeder ein Schokoladenei gefunden. Und was machen wir jetzt damit, Opa Wutz? Haha, ihr esst sie natürlich auf. Hallo, Kinder. Oma, Oma, wir haben alle Schokoladeneier. Aber wo denn? Ich sehe kein einziges Ei. Die sind schon in unserem Bauch. Und in euren Gesichtern. Hat Opa die Eier gut versteckt? Nein. Wir Großen haben sie ganz schnell gefunden. Aber den Kleinen musste er helfen. Schorsch, Linus und Edmund haben keine Lust, immer die Kleinen zu sein. Keine Sorge. Hier im Garten gibt es bald noch viel kleinere. Oh ja, die kleinen Babys. Das wird bestimmt aufregend. Opa hat uns eben schon von den kleinen Babypflanzen erzählt, Oma. Aber so spannend ist das nicht. Wir meinen aber gar nicht die Babypflanzen, Peppa. Oh, aber was meint ihr denn dann, Oma? Kommt, wir gucken mal nach Jessica, Vanessa, Sarah und Günther. Das sind Hühner. Ja, und die haben auch Eier. Können wir die essen? Nein, Freddy, aus diesen Eiern schlüpfen bald Küken. Oh, wir kommen gerade richtig. Die kleinen Küken sind gerade geschlüpft. Oh, Babyküken! Die Küken sind geschlüpft. Jetzt ist es wirklich Frühling. Komm, wir spielen alle Babyküken. Piep, 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 piep. Wir sind kleine Küken. Piep, piep, piep. Wir fressen, was wir finden, machen Pick, Pick, Pick. Wir sind gelbe Wuschel, ganz süß und ganz lieb. Und wir hüpfen herum, machen Piep, Piep, Piep. Sonne, Strand und Schnee. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Morgen machen wir alle zusammen mit dem Bus einen Ausflug ans Meer. Dann können wir ja Sandburgen bauen. Ich hätte Lust zu schwimmen. Ich auch. Im Wetterbericht haben sie gesagt, dass morgen die Sonne scheint. Gute Nacht, Peppa. Gute Nacht, Schorsch. Oh, es fängt an zu schneien. Es ist morgen. Yippie! Die Sonne scheint! Schnee! In der Nacht ist eine Menge Schnee gefallen. Schnee, Mama! Schnee, Papa! Schnee, Schnee, Schnee! Was? Aber wir machen doch trotzdem unseren Ausflug ans Meer, oder? Also, lasst uns erst mal nachsehen, wie hoch der Schnee ist. Oh, wo ist denn Papa hin? Da ist ein laufender Schneemann. Mir ist kalt. Ein laufender, schnaufender Schneemann. Oh, das ist ja nur Papa. Armer Papa, komm, wir wärmen dich auf. Mama Wutz, Peppa und Schorsch rubbeln Papa Wutz mit Handtüchern wieder warm. Schon besser. Jetzt können wir endlich ans Meer fahren.
fahren. Bei dem ganzen Schnee? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bus heute fährt. Oh. Da kommt Frau Mümmels Bus und hält vor Peppas Haus. Du meine Güte, wie haben Sie das geschafft bei dem ganzen Schnee? Mit meinem großen Schneepflug. Ein Schneepflug räumt den Schnee aus dem Weg. Hallihallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa fahren auch mit an den Strand. Nächster Halt, der Strand. Hurra! Herr Bulle und seine Freunde streuen die Straße. Das Streusalz taut den Schnee weg. Hallo, Herr Bulle. Oh, hallo, Frau Mümmel. Wir schuften schon die ganze Nacht. Und jetzt ist die Straße frei. Und zwar bis runter zum Strand. Das ist gut. Wir wollen nämlich an den Strand. Möchten Sie auch mitkommen? Nein, danke, Frau Mümmel. Wir haben noch mehr Straßen zu streuen. Wiedersehen, Herr Bulle. Tschüss und einen schönen Tag am Strand. Heute machen wir einen Ausflug an den Strand. Der Himmel ist blau und die Sonne ist heiß. Und da wollen wir große Burgen bauen aus dem Sand. Schwimmen gehen und dann ein Eis. Endstation, wir sind da! Der Strand ist über und über mit Schnee bedeckt. Oh! Das Meer sieht kalt aus. Und ich hatte mich so aufs Schwimmen gefreut. Können wir ja auch. Das Meer ist doch nicht zugefroren. Na los, Mädels, worauf wartet ihr noch? Ich kann nicht schwimmen. Mein Knöchel ist verstaucht. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Kommen Sie, Mama Wutz. Es ist herrlich. Sind Sie sicher, Madame Gazelle? Natürlich. Das Meer ist wundervoll heute. Also dann. Mama Wutz geht schwimmen. Wow. Ist es kalt, Mama? Nur ein kleines bisschen kalt. Es fühlt sich immer erst mal kalt an, wenn man reingeht. Immer schön bewegen, dann wird Ihnen warm. Also gut, ich bleibe in Bewegung. Mama Wutz rennt schnell wieder an Land. Komm, wir rubbeln dich warm. Peppa, Schorsch und Papa Wutz rubbeln Mama Wutz mit ihren Handtüchern warm und trocken. Ah, schon besser. Gehst du auch schwimmen, Papa Wutz? Vielleicht ein andermal. Wer möchte ein Eis haben? Ich. Am Strand hat jeder Lust auf ein Eis. Ich wollte doch eigentlich Sandburgen bauen. Aber jetzt ist der Strand ganz voll mit Schnee. Dann bauen wir eben Schneeburgen. Ui! Zuerst füllen wir Schnee in die Eimer. Dann drehen wir die Eimer auf den Kopf, klopfen oben drauf und schwuppdiwupp, eine Schneeburg. Eine Schneeburg! Also, ich liebe den Strand. Ich liebe den Schnee. Und ich liebe den Strand und den Schnee. Der Computer von Opa Wutz. Peppa und Schorsch besuchen Oma und Opa Wutz. Opa Wutz! Bloß! Oh, Nanu, ist das eine Kuckucksuhr? Ja, und sie macht Kuckuck, Kuckuck. Aber jetzt ist sie kaputt. Kannst du sie bitte reparieren, Opa Wutz? Wir bringen sie mal in meinen Schuppen. Das ist Opa Wutz' Schuppen, in dem er Sachen repariert. Ich werfe mal einen Blick hinein. Mann, Opa, jetzt hast du sie erst richtig kaputt gemacht. Oh, hatte ich nicht mal ein Buch über Uhren? Ah, da ist es ja. Alles über Uhren. Opa Wutz hat die Kuckucksuhr repariert. Hurra! Kuckuck, 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 Kuckuck. Mama Wutz kommt, um Peppa und Schorsch abzuholen. Mama, Opa hat uns die Kuckucksuhr repariert. Wie schön. Was ist das? Das ist mein alter Computer. Den kann ich nicht reparieren. Er ist nicht kaputt. Ich habe einen neuen und ich dachte, du möchtest vielleicht den alten. Ich weiß wirklich nicht, ob ich überhaupt einen brauche. Oh, ein Computer. Und was macht man damit? Mit dem kann man Buchstaben schreiben. Guck mal, Oma. A,
B, C, D. Und Zahlen. 1, 2, 3. Aber nicht, dass wir ihn kaputt machen, wenn wir einen falschen Knopf drücken. Keine Sorge, der geht nicht kaputt. Du darfst ihn nur nicht mit Milch füttern. Oder mit Keksen oder Marmelade. Aber das Beste ist dieses Spiel hier. Das lustige Hühnchen. Wenn du hier drauf drückst, legt das Hühnchen ein Ei. Ich bin sehr gut in dem Spiel, aber Schorsch ist der Beste. Das ist lustig. Vielleicht behalten wir den Computer ja mal hier, Oma Wutz. Wiedersehen! Wiedersehen! Sollen wir ein bisschen mit dem Computer arbeiten, Oma Wutz? Ja, komm, wir machen Zahlen und Buchstaben. Peppa und ihre Familie sitzen beim Mittagessen. Ich habe Oma und Opa meinen alten Computer geschenkt. Das ist nett. Meinst du, sie kommen damit zurecht? Hallo, hier Peppa Wutz am Apparat. Oh, Peppa, ich hätte da mal eine Frage. Es geht um den Computer. Es ist Opa. Er hat den Computer kaputt gemacht. Was stimmt denn nicht mit dem Computer, Opa Wutz? Er ist voller Eier. Eier? Vor lauter Eiern sieht man das lustige Hühnchen gar nicht mehr. Ich bin kaputt. Schalte den Computer aus. Und jetzt schalte ihn wieder ein. Hat das geholfen? Ich bin sehr kaputt. Das hört sich nicht gut an. Vielleicht ist er endgültig hin. Wir kommen vorbei und holen ihn ab. Oma, wir holen den kaputten Computer ab. Oh, Opa Wutz hat ihn in seinen Schuppen gebracht. Ah, so funktioniert's. Ich bin repariert. Hurra! Mein Opa ist der allerbeste Reparierer der Welt. War er schwer zu reparieren? Überhaupt nicht. Ich habe hier ein Buch gefunden. Alles über Computer. Also sollen wir den Computer doch nicht wieder mitnehmen? Nein, ich brauche ihn doch für wichtige Arbeit. Buchstaben- und Zahlenarbeit? Nein, um Oma Wutz bei das lustige Hühnchen zu besiegen. Ich habe 4020 Eier gelegt. Boah! Ihr seht, ich habe viel Arbeit, um das aufzuholen. Pfeifen. Es ist ein schöner sonniger Morgen und Papa Wutz liest seine Zeitung. Papa, was machst du denn da? Ich lese gemütlich Zeitung. Du machst aber ein lustiges Geräusch dabei. Ja, ich pfeife. Oh. Pfeifen macht Spaß. Versuch's doch auch mal. Aber wie macht man das? Ganz einfach. Du musst nur mit dem Mund ein O machen und pusten. Versuch mal noch ein kleineres O zu machen. Eher so. Und schon pfeifst du eine Melodie. Ich habe einfach nicht den richtigen Mund dafür. Dein Mund ist in Ordnung. Du brauchst nur ein bisschen Übung. Das ist unmöglich. Man braucht nun mal Zeit, um die wichtigen Dinge zu lernen. Sowas wie Fahrradfahren oder gar Klavierspielen. Es hat Jahre gedauert, bis ich mit den Ohren wackeln konnte. Bah! Mama Wutz ist in der Küche und backt Plätzchen. Was machst du da, Peppa? Ich lerne zu pfeifen. Oh, ich verstehe. Mama, kannst du pfeifen? Ich weiß nicht. Ich hab's noch nie probiert. Man braucht ganz viel Übung dafür. Oh ja. Mama Wutz kann pfeifen. Du kannst pfeifen. Du bist ja auch schon alt, Mama. Danke, Peppa. Schorsch spielt im Kinderzimmer mit seiner Rakete. Schorsch, ich lerne gerade, wie man pfeift. Man muss ein O mit seinem Mund machen und dann pusten.
Macht nichts, Schorsch. Das ist nämlich fast unmöglich. Genauso wie mit den Ohren zu wackeln. Schorsch kann mit den Ohren wackeln. Pfeifen ist noch schwerer. Schorsch kann pfeifen. Oh. Was ist los, Peppa? Ich kann nicht pfeifen, aber alle anderen können das. Mach doch nichts. Ich backe gerade Plätzchen. Möchtest du den Löffel ablecken? Nein, danke, Mama. Ich möchte lieber bei Luzi Locke anrufen. Na klar, Peppa. Guten Tag, Frau Wutz. Guten Tag, Frau Locke. Peppa möchte gern mit Luzi sprechen. Hallo, Luzi. Hallo, Peppa. Was machst du gerade? Ich lerne, wie man pfeift, aber ich kriege es immer noch nicht hin. Das klingt schwierig. Es ist unmöglich. Kannst du pfeifen, Luzi? Nein. Oh, gut. Ich meine, es ist schade, dass du nicht pfeifen kannst. Aber gut, weil ich auch nicht pfeifen kann. Was ist Pfeifen überhaupt? Man muss mit dem Mund ein O machen und dann pusten. Etwa so? Hallo, Peppa. Die Plätzchen sind fertig. Oh, lecker. Plätzchen. Die sind heiß. Puste lieber erstmal. Au. Willst du nicht auch ein Plätzchen, Peppa? Nein, danke, Mama. Ich glaube, ich gehe lieber nach draußen und habe mal eine Weile meine Ruhe. Kannst du inzwischen pfeifen? Es hat keinen Zweck, Papa. Ich werde es niemals schaffen zu pfeifen. Niemals. Hast du denn noch fleißig geübt? Ja, oft. Aber es funktioniert nicht. Du brauchst erst mal eine Pause, Peppa. Hier, nimm dir ein Plätzchen. Das ist heiß. Du musst pusten. Oh, was war das? Für mich hat sich das nach Pfeifen angehört. Das machst du aber schön. Peppa hat gelernt zu pfeifen. Ich kann pfeifen. Freddy Fuchs. Peppa und ihre Freunde sind heute bei Luisa Löffel zum Spielen. Kommt, wir spielen Verstecken. Wir verstecken uns alle und Peppa ist dran mit Suchen. Na gut. Eins, zwei. Jeder muss ein Versteck finden, drei, bevor Peppa bis 10 gezählt hat. Klausi und Molly verstecken sich hinter einem kleinen Baum. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun. Luzi und Emily verstecken sich hinter einem Busch. Nein, 10. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Ich weiß, wo ihr seid. Oh. Oh. Peppa kann niemanden finden. Das gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Hallo, Freddy. Hallo, Peppa. Was machst du denn hier? Wir spielen alle Verstecken. Ich muss suchen, aber ich kann keinen finden. Soll ich vielleicht mal für dich suchen? Du kannst es ja mal probieren, aber es ist unmöglich. Pass mal auf. Hab euch. Oh, hallo, hallo Freddy. Aha, da seid ihr. Oh. Buh. Oh. Freddy Fuchs hat alle gefunden. Wie hast du das bloß geschafft? Ich kann einfach gut riechen. Was hat denn Riechen damit zu tun, Freddy? Ganz einfach. Ich kann euch finden, weil ich euren Geruch erkenne. Ich habe keinen Geruch. Ich habe gestern Abend erst gebadet. Weiß ich doch. Du riechst nämlich fein. Oh. Ich könnte dich sogar mit geschlossenen Augen finden. Das will ich sehen. Finde Luzi mit geschlossenen Augen. Kein Problem. Versteck dich, Luzi. Eins, zwei, drei. Luzi vier, überlegt, wo sie sich verstecken könnte. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Alles muss versteckt sein. Jetzt komm ich. Freddy sucht mit geschlossenen Augen nach Luzi. Er schnuppert, wo Luzi überall entlang gelaufen ist. Um den Baum herum, hinter dem kleinen Busch und den Hügel wieder hinauf. Hab dich. Oh,
Und alles nur mit meiner Nase. Du hast eine super Nase. Ja, das stimmt. Hat denn wirklich alles einen Geruch? Oh ja. Alles auf der Welt riecht ganz unterschiedlich. Wonach rieche ich denn? Du riechst nach Blumen und auch nach Gummistiefeln, Peppa. Nach was rieche ich denn? Du riechst nach Knaschengras und Keksen. Und nach was rieche ich? Bananen und Marmelade. Und wonach rieche ich? Milch und Fischstäbchen. Und wie rieche ich denn? Petro, du riechst nach Zahnpasta. Oh, was ist denn dein Lieblingsgeruch? Eier. Und was ist das Schlimmste, was du je gerochen hast? Stinkekäse. Puh! Gleich ist Mittagsessenszeit. Woher weißt du das? Ich rieche schon. Möhrensuppe. Ich rieche die Möhrensuppe auch. Ich auch. Mittagessen, Kinder. Jetzt gibt's eine Möhrensuppe. Alle mögen die Möhrensuppe von Frau Löffel. Die Suppe ist lecker. Wer kann das sein? Herr Fuchs kommt, um Freddy abzuholen. Ich rieche Mittagessen. Oh, Herr Fuchs. Hallo. Hallo, Frau Löffel. Hallo, Papa. Ich habe eben Mittag gegessen im Hasenhaus. Guter Junge. Und raten Sie mal, was es zum Nachtisch gibt. Riecht fein. Ich tippe auf Erdbeerpudding. Das stimmt. Herr Fuchs liebt es zu riechen. Alle lieben es zu riechen. Das Schildkröte. Die Spielgruppe hat heute Besuch. Kinder, Dr. Amster erklärt uns heute ihre Arbeit. Moin, moin zusammen. Moin, moin, Dr. Amster. Dr. Amster ist Tierärztin. Wer weiß was über Tierärzte? Tierärzte machen kranke Tiere gesund. Das stimmt. Und ich habe euch ein paar von meinen Tieren mitgebracht. Oh. Das ist Henny, der Wellensittich. Darf ich Henny mal streicheln? Ja, ganz vorsichtig, nicht? Der ist ganz flauschig. Oh, das sind seine Federn. Die braucht er zum Fliegen. Seht ihr wohl, das Fliegen ist wichtig für Henny, damit er in Form bleibt. Wer kann mir nur sagen, was Henny noch braucht, um fit und gesund zu bleiben? Er muss was essen. Ja. Er muss was trinken. Das stimmt. Er muss auch ein bisschen atmen. Ja, sehr gut. Er muss auch schlafen. Ausgezeichnet. Entschuldigung, Madame Gazelle. Ich hab verschlafen. Oh, Pedro, du schläfst wirklich gern. Ja, Madame Gazelle. Ich habe hier ein Haustier, das schläft auch gerne. Das ist eine Schildkröte. Das ist Knirpsi, die Schildkröte. Hallo, Knirpsi. Knirpsi hat den ganzen Winter hindurch fest geschlafen. Oh. Wozu hat sie dieses Schalendings da auf dem Rücken? Diese Schale ist ihr Zuhause. Da versteckt sie sich, wenn sie Angst hat. Magst du die denn wohl mal streicheln? Ja, bitte. Hab keine Angst, Knirpsi. Wie alt ist Knirpsi? Knirpsi ist 33. Das ist so alt wie meine Mama. Und manche Schildkröten werden über 100 Jahre alt. Das ist so alt wie mein Opa. Warum ist sie so langsam? Sie muss ihr ganzes Haus mit sich rumschleppen. Dr. Hamster, ich glaube, Knirpsi will gerade weglaufen. Die kommt nicht weit. Dafür ist sie zu langsam. Kenners, ich habe noch jemanden, den ich euch zeigen will. Claudia. Ach, Schorsch, du sagst aber auch immer Dinosaurier. Oh, das ist ein Dinosaurier. Oh. Das ist kein Dinosaurier, das ist Ella, die Eidechse. Hallo, Ella. Die hat Schuppen wie ein Drache. Kann sie auch Feuer spucken? Nein, aber sie hat eine sehr, sehr lange Zunge. Boah.
Macht sie auch einen Winterschlaf, so wie Knirpsi? Nein. Oh, wo ist Knirpsi? Knirpsi! Oh weh, Knirpsi, die Schildkröte, ist weggelaufen. Keine Sorge, Dr. Amster, wir finden Knirpsi. Vielleicht ist sie im Musikzimmer. Knirpsi ist nicht im Musikzimmer. Ist sie vielleicht im Spielhaus? Knirpsi ist nicht im Spielhaus. Versteckt sie sich in der Garderobe? Knirpsi versteckt sich auch nicht in der Garderobe. Ich kann Knirpsi riechen. Hier entlang. Freddy Fuchs hat eine sehr gute Spürnase. Da ist Knirpsi. Knirpsi ist oben auf einem Baum. Oh, jetzt brauche ich wohl Hilfe, ne? Das ist die Feuerwache von Frau Mümmel. Meine Knirpsi sitzt auf einem Baum. Was? Schon wieder? Notfalleinsatz! Notfalleinsatz! Schildkröte auf einem Baum! Ich weiß gar nicht, wieso du so gerne auf Bäume kletterst. Du bist doch eine Schildkröte. Zurücktreten! Knirpsi! Komm schon, Knirpsi! Dankeschön, Frau Mümmel. Gehört alles zu meiner Arbeit. Bei meiner Arbeit kümmere ich mich auch um Tiere. Wo sind denn Hinni und Ella? Oh, ich weiß nicht. Hallo, hier sind sie. Gesund und munter. Hallo,